Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers. Sebastian ist natürlich auch wieder am Start, wie man hier sieht. Hi! Hast du deine Werkzeuge wieder rausgeholt? Deine guten Werkzeuge? Ja, das ist lustig. Es fällt mir gerade ein, ich komme hier nicht hoch. Und ich komme dementsprechend nicht an meine Werkzeuge dran. Ich kann mal versuchen, ob ich da von unten dran komme. Ja, ich kann natürlich. Ja, das könnte gehen. Das stimmt. Ich glaube, ich reconnecte erstmal. Aber hier sind ja noch so gammelige Basiswerkzeuge drin. Das kotzt mich echt an. Die brauchen wir natürlich nicht. Die Gammelbasiswerkzeuge. So, ja, wir sind immer auch mit den Triebwerken zugange, ne? Ja. Yeah. Also ich kann dir zumindest hier so Level 1 Werkzeuge bauen. Oder was hast du momentan? Ich habe meine Werkzeuge. Okay. Das ist mein Gewehr. Wo sind meine Werkzeuge? Die habe ich hier reingetan. Ja, da waren Stufe 0 Werkzeuge drin. Die habe ich jetzt auseinandergenommen. Das kann Weil mit ich. Denen spawnst du ja auch. Hier waren. Ich habe hier doch neue gemacht. Drin. Also letzte Folge hatten wir keine neuen gemacht, weil wir nicht konnten, weil wir kein Silber haben. Oh, so. Was machen wir denn jetzt über 8 Triebwerke, genau, haben wir ja gesagt. Ja. Sind die überhaupt schon fertig? Alle? Alle nicht, nee. Aber ich würde mal sagen, als allererstes, also hier ist jetzt fertig. Als allererstes müssen wir Dingens tun. You know. Nee, quatsch dir aus. Wir müssen ein Cockpit bauen. Weil wenn die Kacke hier wieder abhebt, nur weil wir ein neues Triebwerk fertig schweißen, dann bauen dann Cockpit. Sehen wir ganz schön alt aus. Okay. Das ist ein Deal. Wo sind eigentlich unsere ganzen Motoren hin, die wir gebaut haben? Die sind hier bestimmt noch irgendwo. Ich habe noch 25 Stück gehabt. Ach, wir hatten die auseinandergenommen, weil wir Material brauchten. Für was? Für die... nee, wir hatten die nicht auseinandergenommen, wir hatten die in die Triebwerke geschweißt. So. Warum machst du denn jetzt so viel? Ich mach mal bei 20 Schuss Schluss, ne? 20 Munition reichen ja. Wieso? Nein! Das sind über 1000 Schuss? Was? Ja, aber wir müssen doch auch unser kleines Geschütz befüttern. Ja, aber wichtiger ist jetzt erstmal hier Motoren. Ja, lass doch an, du kannst doch Motoren zusätzlich anschmeißen. Die sind doch gleich fertig. Die Magazine brauchen ja nicht mehr. Die brauchen voll lange, das dauert 3 Sekunden, bis einer durchgelaufen ist. Dann zieh die Motoren einfach vor und mach die zuerst. Du kannst die ja greifen in der Produktionswarteschlange und nach vorne ziehen. Hast du ein Cockpit? Gebaut schon oder darf, also fertig schweißen darf ich noch nichts, ja? Nee, ich habe noch kein Cockpit gebaut. Ich muss gerade mal gucken, was ich brauche. Interne Panzerung, so. Interne Panzerung, tralalalala. Das ist echt zum Kotzen mit dem kleinen Inventar, dass man sich nicht so einen Rucksack craften kann, das finde ich schade. Ja, das ist, ja, aber es soll halt realistisch sein, ne? Ich meine, es ist sowieso schon nicht so ganz so realistisch, dass man hier irgendwie... Ich wollte gerade sagen, also 300 Wir haben ja schon ein größeres Inventar genommen, als es eigentlich gibt in dem Spiel. Boah, jetzt macht mir die quasi schon so ein bisschen gecheatet, wenn man so will. Fuck! Ich werde schon wieder gekillt! Oh, sind die schon wieder da? Alter, ich komm raus. Jawohl, und verreckt. Ja, ich komme auch nicht in die Karre rein. Wow, ich hab nichts. Bist du jetzt runtergelaufen? Ja. Wo sind meine Sachen? Ja, in den Hunden. Ja, aber ich dachte, du hast... Die fressen die doch. Da ist er. Fuck, willst du mich verarschen? Da war jetzt nicht meine Knarre drin.
Meine Knarre ist weg. Ach nee, die Knarre liegt doch hier. Guck mal, die ist gedroppt. So. Die kannst du aufsammeln. Okay, alles klar. Jetzt bin ich wieder glücklich. Das so, ist weißt du was? Waffe. Ich werde jetzt... halt mir mal kurz den Rücken frei. Ich werde mal wieder Kram ins Geschütz packen. Von vorne siehst du, wenn einer kommt, ne? Ja, ja. So, der Geschütz hat Muni. Der Geschützturm hat Munition. Der Geschütz wird nie müde. Der Geschütz ist immer vor Chef in Geschäft. Wow. Das sowieso. Ach, ey. Okay, also so solche Sachen wie Triebwerke, ich weiß nicht, war die schon immer so teuer, dass man so viel rennen musste? Ja. Okay. Das ist tatsächlich so. Herstellungskomponenten 20 Stück, alles klar, kriege ich auf die Kette. Die haben wir sogar noch. 142 sehe ich auf den ersten Blick. Wir haben einen Motor. Ach, jetzt habe ich mein... Warum produziert der nicht? Weiß nicht, ich habe kein Material mehr. Nee, alles noch voll, aber der schwankt immer zwischen 0 und 50. Ja, wir haben kein Nickel. Klar haben wir Nickel. Ach nee, minus 90. Wir haben kein Nickel. Ja, fuck. Ist nix da. Ja, Nickel ist da. Aber... Fuck. Nimm die, die großen NATO-Munitionskisten auseinander. Davon sind auch 48 Stück da. Da ist ziemlich viel Nickel drin. Brauchen die Munitionskisten den Nickel? Ach so. Moment, der verarbeitet doch hier noch bestimmt irgendwo Nickel, oder? Ferrit Nickel da. Ja, bestimmt. Zieh Nickel einfach nach vorne. Kleiner als 1,31. Okay, scheiße. Ach so, ich tu dir mal. Da ist Nickel. So. Ich tu dir mal die Hälfte der Munition hier rein, ne? Ja. Dann kannst du auch unten das Geschütz beschicken und alles und schrei einfach, wenn du stirbst oder so. Wie kann ich den Nickel nach vorne ziehen, sag mal? Greifen und ziehen. Ich meine, dass er das jetzt als nächstes irgendwie verarbeitet. Ja, ja. Greifen und ziehen. Greifen und nach vorne ziehen, dann tauscht er es automatisch aus. Ja, ne? Nach links, genau. Auf das Kobalt ziehen und dann macht der Nickel zuerst statt Kobalt. Ja, macht er irgendwie nicht bei mir. Ja, ich versuch mal. Nee. Nee, macht er irgendwie wirklich nicht. Kann ich Kobalt nach hinten ziehen? Ja, warum macht er das denn jetzt nicht? Alles rausnehmen vielleicht? Das kann man mal versuchen, ja. Ja, ich nehme alles raus. Uran. AU. Und... Also zwei Motoren brauche ich, ne? Ja. Wenn wir wieder nicht klar haben, kannst du die zwei gerne machen. So, zwei Motoren habe ich mir rausgenommen. So, damit haben wir nämlich schon mal wieder einen Cockpit-Sitz und haben die Chance, hier die ganze Kacke zu steuern. Wir haben 23,2k Nickel. Meinst du, wir kriegen es hin, über 2000 Motoren daraus zu machen? Ein Motor braucht wie viel Nickel? Da steht jetzt, das schwankt immer. Die Raffinerie macht das nicht schnell genug. So. Krankenstation. Sauerstoffgenerator, Sauerstofftank. Robin, sprinte mal und drück dann mal währenddessen A oder D. Du wirst dann ultra langsam, kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Sekunde, ich bin auch gerade dabei, unsere ganze Geschichte hier mal zu... Was haben die denn da für einen Scheiß gemacht? Du sprintest nach vorne und drückst dann mal A und D und dann wirst du ultra langsam. Das wirst du kriechen. Okay. Voll für Nüsse.
Okay, alles klar, mit schnell bewegen, rechts und links ausweichen ist nicht mehr, habe ich gehört. Bams. So ein bisschen sortieren hier, so. Okay. Jetzt machen wir hier wieder G, genau, G. Das ist ganz schön kacke mit dem Nickel. Wir hätten Nickel eher verarbeiten sollen. Das dauert jetzt ewig. Aus. Pumpe, genau. Alle Blöcke, so hier. Sliding Door offen zu. Was brauchen wir denn noch? Den Fuß. So sieht's mal aus. Fahrwerk, Sperrschalter. Ja, so wie das aussieht, werden wir auf jeden Fall genug Kraft haben zum Steigen, ne? Ja, ich hoffe das mal. Weil die gehen ja schon bei einem Triebwechsel ab. Ja. So. Ups. Das hat keiner gesehen. Hast du gleich die Triebwerke angemacht? Nee, das kann gar nicht sein. Hast du wohl, oder? Kann überhaupt nicht sein. Erzähl doch sowas nicht. Ey, wenn jetzt irgendwas zu Bruch gegangen wäre, ich hätte dich so fett gemacht, ne? Ich hab nur ausprobiert, ob der Knopf funktioniert. Das probierst du natürlich aus, wenn wir noch in der Montage stecken, auf jeden Fall. Ja, er funktioniert aber. Richtiger Techniker, der Robin. Warum Boah. Ist hier eigentlich kein... Warum kommt man hier nicht mehr rauf? Ja, du bist ja hier gekommen. Bestimmt. Ja, aber da ist keine... Hat ein Hund gegessen. Hallo? Nein! Was ist los? Au! Alter, mein Au, ich bin tot! Ich bin tot! Alter, wo kommen denn die Viecher her? Warum bin ich tot? Ja, weil du verreckt bist. Die Dinger haben dich gegessen. Aber ich will nicht gegessen werden. Ich brauche meine Werkzeuge. Die waren teuer und wir kriegen die nie wieder. Da. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich habe alles wieder. Safe. Safe. Ach, guck mal, die Karre wackelt nicht mehr bei mir. Ist ja faszinierend. Ja, du wackelst auch nicht mehr. Du vibrierst jetzt nicht mehr auf meinem Bildschirm hier. Ja, voll geil. So. Warum habe ich zweimal alle Werkzeuge? Ich weiß das nicht. Ich werde beschissen. Ich werde auch mal meine überflüssigen Werkzeuge wegtun, weil ich ja gestorben bin. So, mit höher. Warum kommen die Viecher jetzt so oft? Also ich fand das am Anfang cooler. Das kann ich dir genau erklären. Das Spiel weiß einfach, dass wir geil sind. Achso, ich dachte, jetzt kommt sowas, alles klar. Der Server merkt sich dann, wie lange du dich an einer Stelle aufhältst und dann schicken die einfach Leute los. Aber nee, das Spiel kennt uns mittlerweile und will uns ein Challenge liefern, ja, weil wir einfach so der Hammer sind. Dass das sonst langweilig würde, das Let's Play. Achso. Wir auch hin und wieder mal verrecken. Ne? Ist das so? Ja, aber die Viecher machen echt asozial viel Schaden. Da kannst du aber einen drauf lassen. Ja gut, aber ansonsten werden sie halt auch keine Gegner, ne? Ja. Das muss ja schon ein bisschen Spaß machen. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch, ja, sag mal 5 Minuten. Oh, geil. Der produziert, ohne irgendwas zu produzieren. Hä? Was? Der produziert ja, Motoren.
Nee, hat er gerade irgendwie nicht mehr, weil es keine mehr gab, aber er hat irgendwie doch noch. Weißt du? Okay, das ist irgendwie strange. Ja, halt, es wurden keine mehr angezeigt, aber er hat trotzdem noch produziert, das was, was ich sagen wollte. Hier liegt Stahldreck. Ja, schon gesehen, aber eiskalt übersehen. So sowas nicht. Boah, ich hab mich heute richtig gefeiert, ne? Wir saßen in Technologie, auf einmal vibriert mein Handy. Ich guck so. Ja, Mann! Far Cry ist auf dem Weg! Voll am Ausflippen gewesen, weißt du? Far Cry kommt, ne? Mein Kollege ist neben mir. Alter, hast du eigentlich einen am Brett oder so? Nein, Mann, voll geil! Richtig ausgeflippt. Ich freue mich ja schon richtig drauf, wenn es gut läuft. Kommt sogar schon morgen. Ich meine, wann war das heute losgeschickt worden? 9 Uhr? Sollte noch machbar sein, oder? Kann sein. Weil morgen wird es ja auch released. Da will ich es auf jeden Fall auch in den Grab schon haben. So. Also ich habe ein Problem festgestellt, muss ich sagen. Hau raus. Das Geschütz schießt uns die Reifen ab. Echt? Jo. Weil da war gerade ein Hund hinter einem Reifen und jetzt guck dir mal bitte den Reifen hier an. Wo? Der hier, wo ich dran stehe. Wo stehst du denn dran? Oh. Ja, und die Stahlplatten habe ich gerade wieder reingetan, ne? Also der war schon echt halb down. Ja, einfach geil, nur, weil unser Geschütz meinte, gib ihm. Wenn das Ding einmal Puff macht, dann ist aber ein Problem auf jeden Fall am Start. Ich glaube, das registriert Räder nicht als Teil des Fahrzeugs, weil normalerweise schießen Geschütze ja nicht automatisch auf das Fahrzeug. Aber Räder scheinen nicht zu zählen, ich weiß auch nicht. Sehr, sehr komisch. Das macht doch keinen Sinn hier. So. So, ich erzeug jetzt erstmal wieder ein bisschen Nickel, bevor wir hier immer nur einen Motor pro Sekunde produzieren. Das ist ja lächerlich. Da wären wir ja nie fertig. Was machst du mit dem Nickel? Ich erzeug ein bisschen Nickel. Ich habe jetzt hier erstmal Dings reingeschmissen. Munition, die auseinandergenommen wird. Da macht ja keinen Spaß. Ach so. Robin. Ha? Wir müssen ein bisschen mit der Zeit gucken, ne? Weil. Ja, wir können die Folge auch beenden, wenn du magst. Wie lange haben wir denn überhaupt schon? Also noch. Wir haben 18 Minuten. Ach so, ja, gut. Ne, die 2 Minuten können wir, weil. Ist halt, ne? Ich meine, wäre es ein normaler Termin, dann geht klar, aber so. Ist halt nervig. Ja, nicht, dass ihr denkt, Sebastian hat keinen Bock, aber Sebastian hat einen Arzttermin und das ist nun mal wichtiger, ne? Also müssen wir die Folge zeitig beenden, da müssen wir drauf achten. Ja. Ich gucke nämlich auch schon immer, weil, weißt du, ich habe mir so gedacht, alles klar. Um 24 müsste die Folge eigentlich vorbei sein. Jetzt haben wir 28, was ist da los? Oh, ich werde angegriffen. Was, wo? Schnell, warte. Wo bist du? Wo bist du? Schiffe, blockier mich nicht. Tot. Jawohl. Scheiß Viecher. Wie viel Life habe ich denn jetzt noch? 70%. Ja, das ist in Ordnung. Hast du den gelootet? Den hier, der da hinten, ja. Gut. Ja, ich habe aus den Jungs hier nämlich auch noch ein bisschen was rausge... Ernsthaft? Die Leiche liegt jetzt im Weg und ich komme die Rampe nicht mehr hoch. Vor allen Dingen stehen die bei mir immer noch rum und wackeln mit dem Kopf. Okay, ja, bei mir nicht. Ja, aber gut, die sind auch gerade erst eingefügt. Das ist nicht so tragisch. Ich führe denen was ein. So. So. Darf ich... Rennen hier noch welche rum?
Oder ja. Darf ich jetzt endlich meinen Screenshot machen? So. Oh Mann. Ha, herrlich. Der Screenshot für die Folge. Damit war es das auch mit dieser Folge Space Engineers. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da oder erzählt uns in den Comments, was ihr so von dem Video gehalten habt. Und wir sind erstmal raus für diese Folge. Bis dahin. Tschüss.